Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity. Wir sind zwar zu dritt, aber da draußen lief's nicht. Ja. Also wirklich nicht. Und du meinst, du hättest einen Plan. Ey, wir holen uns jetzt noch den letzten Begleiter. Ah, dann wird's da mit den Orks da auch nicht besser laufen. Ah ja, dann gehen wir raus und leveln da ein bisschen. Zum Beispiel zum Leuchtturm. Das stimmt. Den könnten wir vielleicht sogar besiegen, wenn wir noch ein Level machen würden, oder? Würde ich fast behaupten. Oh, was ist denn das so für eine Streckbank? Ja, ich weiß es nicht. Wo ist denn der Bürgermeister? Rathaus. Meinst du, der schließt sich uns an? Nein, aber wir sollen ja auch wegen seiner Tochter mal was unternehmen. Ja, ist doch die Orkin. Victoria heißt sie. Seine Tochter ist ein Ork? Ja, Adoptivtochter. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja. Ja, verrückt. Ah, guck, das ist sie ja. Doch. The Lesser Key of Sadakandras. What nonsense. The Encyclopedia Demonium. I know so it by heart. Aber nichts, was sich zu stehlen lohnt, muss das Risiko mit richtig. Wert wäre es. Charlene. Does have a propensity for all things. Naughty has greetings. Im Namen von Amun-Hor, Zut Ageta Hall. Seid willkommen, Mensch. Meine Bibliothek gehört euch, so wie ich hoffe, dass mir eure Freundschaft gehört. Wer seid ihr, gute Frau? Ich bin Victoria, die Tochter von Bürgermeister Cecil. Oh, ich weiß, was ihr denkt. Ich sehe ihm nicht sehr ähnlich, nicht wahr? Ihr müsst wissen, als ich noch sehr jung war, wurde ich wahrscheinlich von meinem Stamm verstoßen. Denn ich wurde in einem Weidenkorb gefunden, der auf dem Fluss nahe Cecil Richtung Meer trieb. Die Fischer, die mich fanden, hätten mich auf der Stelle ertränkt. Ich bin schließlich eine Orkin. Aber gepriesen sei Amun-Hor. Der gütige Cecil befand sich unter der Menschenmenge, die sich angesammelt hatte, und erbarmte sich des verstoßenen Säuglings, zu dem ihm der Zufall verholfen hatte. Er zog mich auf wie sein eigenes Kind, dieses liebewürdige alte Seele. Er lehrte mich der Sprache der Menschen, ihre Sitten und ihre Schrift, so wurde ich die Bibliothekarin der Stadt. Diese Position erfülle ich mit Sorgfalt und Stolz. Darf ich Bücher aus der Bibliothek mitnehmen? Ziemlich viele Grammatikfehler auch in dem Text. Wo? Diese. Liebenswürdige alte Seele. Na, aber davor. Das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Also wirklich, da war er wirklich, nein. Doch. Egal, Nummer 1. Aber sicher, ihr könnt die hier angehäufte Weisheit lesen oder mitnehmen. Ich bitte euch nur, die ausgeliehenen Bücher wieder zurückzubringen, damit auch andere sie lesen können. Schon wieder alles voller Grammatikfehler. Ja. Sprechen wir über Eklander, den Elfen. Kiri al-Esor, verzeiht meine Ausdrucksweise, aber diese Enthüllungen bestürzen mich. So viel Traurigkeit, so viel Pein. Eklanders Geschichte ist herzzerreißend, auch wenn es den Anschein hat, dass er bei seiner Jagd nach Vergeltung selbst zu einem der Monster geworden ist, die ihm Unrecht getan haben. Versteht er nicht, dass nun ich diejenige bin, der Unrecht getan werden soll? Oh, warum macht er unter allen sanftmütigen und das Leben liebenden Kreaturen ausgerechnet mich zum Ziel seines immerwährenden Hasses? Wem habe ich jemals etwas zuleide getan? Bücher füllen mein Leben, nicht Gewalt. Lasst uns die Situation ganz nüchtern betrachten und uns fragen, was nun? Doch lasst mich euch zunächst von ganzem Herzen danken, dass ihr mich gewarnt habt. A. Shasim Bilkush Zunum. Ich danke euch und ich vertraue euch. Nun sagt mir bitte, was sollen wir tun? Ich könnte ihn einsperren lassen.
Lekfizor da! Das ist eine großartige Idee. Soll er sich für seine teuflischen Machenschaften vor dem Gesetz verantworten? Ich bin unschuldig und Eglanda will mich tot sehen. Das ist ein schweres Vergehen, oder etwa nicht? Es wäre aber vermutlich besser, wenn ihr Hauptmann Aureus unterrichten würdet, nicht ich. Seit meine etwas wilderen Brüder die Strände plündern und seine Legionäre töten, ist er mir nicht mehr sonderlich wohlgesinnt. Ich bin dann mal weg. Bye! Die Encyclopedia. Also ich denke, sie werden mir nicht töten, weil die ist ja ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft, so als Bibliothekarin. Hat der eigentlich Hufe oder echte Füße? Stampft da so rum. Lesser Key of Sadakandras. Das ja. What nonsense. The history of sorcery still hasn't been returned. Theron will have to pay yet another fine. Ja, aber kriegst halt die Kleidergröße nirgendwo. Dann muss man zum Schneider gehen und sich das Maß schneidern lassen. Als Tochter des reichen Bürgermeisters solltest du das bezahlen. No, this isn't the grimoire I'm looking for. Greetings! Omnes auti mali demones quum. Das ist Latein. Ja. Alle, was ist autem, weiß ich nicht. Schlechten Dämonen, welche? Was? Was ist das? Wer wagt es, mich beim Sinieren zu stören, bei Naga, dem Beschützer? Diese Fischer von Caecil haben die Manieren von Bauern. Oh, vielleicht war ich zu voreilig, vielleicht habe ich mich in euch getäuscht, denn ihr ähnelt in keiner Weise dem hier ansässigen Fischervolk, was im Übrigen ein Kompliment epischen Ausmaßes ist. Nein, ihr seid ein Quellenjäger, ein Nachahmer der Quellenmagier. Ein Anhänger unheilvoller Magie. Nun, ich kann nicht gerade sagen, dass es mich freut, eure Bekanntschaft zu machen. Obwohl mir der Umgang mit Menschen keinerlei Vergnügen bereitet, so könnte es dennoch von gegenseitigem Vorteil sein, unsere Kräfte zu bündeln. Ich schließe daraus, dass er sich uns anschließen möchte. Genau. Warum wollt ihr denn gemeinsame Sache mitmachen? Achso, gemeinsame Sache machen. Eins. Ja. Nun, ganz einfach deshalb, weil ihr die Quelle jagt und ich Jahan Dämonen. Ihr wisst selbstverständlich, dass diese beiden Seuchen häufig in den gleichen verkommenen Kreisen verkehren. Nun, ich hasse meine Beute, aber ich respektiere ihre List. Würde ich dies nicht tun, wäre mein Körper und meine Seele schon lange geschwächt. Dieses Gefühl kennt ihr sicherlich. Selbstverständlich muss man gerissen sein. Doch auch die Menge macht's. Ich biete euch das Kalkül der Zauberei, die Macht des Superhirns, eines Magiers. Unter einer Bedingung, wir werden auf unserer gemeinsamen Reise niemals Abmachungen mit dämonischen Wesen treffen, ganz gleich wie verlockend ihre Angebote sein mögen. Gebt mir euer Wort und ich zaubere für euch. Ja, ne? Dämonen versprechen schon manchmal ganz tolle Sachen. Ja. Aber du möchtest ihn wahrscheinlich mitnehmen, ne? Ja, natürlich. Das ist im Übrigen der letzte Begleiter, den wir hier in Caecil finden können. Na gut, dann mach eins. Obwohl ich... Nein, mach eins. Eins. Also gut, keine Abmachung mit Dämonen. Einverstanden. Ein Geschäft mit diesen Teufeln hat sowieso noch nie etwas Gutes hervorgebracht. Sehr gut, ich sehe, ihr seid willensstark und bereit für den Weg. Den Weg in den Wahnsinn der Quellenmagie. Den Weg in die Tiefen, wo die Dämonen tanzen. Mit Freuden werde ich euch in den Abgrund folgen. Auf geht's, Blut und Triumph erwarten uns. Oh, er ist aber auch energisch. So, was kann er denn hier? Kopfschraube. Ein magischer Clownangriff. Clownangriff? Ja? Clown wie Clown. Nein. Unterkühlt ein Ziel. Ah, okay. Gegner, die nass sind und dann unterkühlt werden, die sind gefroren. Kann man die dann so verspringen lassen? Mal nicht. Heilt 22 Lebenskraft über 3 Runden. Start des Sturms, das ist ja das, was ich kann. Genau. Regen. Ja. Blitzschlag. Und Teleportation. Werft einen Gegenstand oder einen Charakter in die Luft. Klingt gut.
Ja, ist mich. Ich könnte jetzt mit meinem Zauber mal unsere Ritterin heilen. Die ist nämlich auch noch verletzt. Oh, was ist sie denn? Who placed this book here? A volume of poetry and novels. Ugh, what mayhem! Ah, endlich erwischt. So, dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Leuchtturm. In der Tat. Wir sollten uns zusehen, dass wir ein paar Level machen und falls uns dann ein Dämon begegnet, der was total Verlockendes hat, dann machen wir das trotzdem und der haut ab. Ja. Oder nicht? Moment, hier geht's ja gar nicht raus. Hier geht's nämlich irgendwo raus, ja. Das ist auch fahrlässig, dass da keine Tür drin ist. Ja, aber die Angriffe der Orks kommen ja eher vom Strand aus mit ihren Landungsbooten. Ja, wenn die untote Plage da irgendwie reinkommt, das ist nicht so wild. Ja, die kann man abhalten. Ja, mit einer Tür zum Beispiel. Das ist sogar gut, sie einzeln kommen zu lassen, bevor sich eine kritische Masse an Untoten bildet vor den Toren, die dann die Tore überfragen könnten. Ob die aus dem Nichts entstehen oder ob man immer eine Leiche braucht. Natürlich braucht man immer eine Leiche, um ein Knochenskelett zu machen. These walls, the dead roam free, Hunter. Be vigilant. Aber dann ist es ja nicht möglich, dass eine unbegrenzte Menge an Untoten vor der Stadt entsteht. Ja, das nicht, aber die sammeln sich doch da, wo die Legenden sind. Oh nein, wir sind nass. Sehe ich noch kein Problem da drin. Ja. Welchen Charakter willst du denn steuern von den beiden? Ist mir eigentlich relativ gleich so. Gut, dann nimmst du den Nahkämpfer. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja so spieltechnisch eher meins. Ich finde es halt irgendwie feige, weißt du, so Magie, das ist irgendwie nix. Ja, selbst in Dark Souls, wo ich dann tatsächlich mal einen Pyromant gespielt habe, weil ich dachte, er hätte coole Feuerzauber, habe ich auch quasi Pyromantie so gut wie nie benutzt. Weil das Schwert ist mächtiger als jede Magie. Ja. So, hier sind ja die zwei Feiglinge. Feiglinge. Die kämpfen nur klug. So, die Hunde spawnen ja immer wieder. Deswegen würde ich da einfach reinpratzen wollen. Einpratzen, umlufen, so wird's gemacht. Ja. So. Ist die Frage, wer die Hunde macht. Macht er die Hunde da? Natürlich. Ja, sagst du das so? Ja, Hunde machen keine Hunde. Der Bombentyp ist es ja nicht, ne? Den solltest du vielleicht irgendwie bei Zeiten, das ist dort ganz rechts einer, ne? Auf, das ist ja einer. Ach, Moment. Hä? Ich lad mal neu. Warum? Ja, weil ich den Bombentypen gleich zum Springen bringen könnte. Mit meinem Zauber. Der tötet die doch. Ja. Ja. Meinst du, das geht? Weiß ich nicht. Ich hoffe es. Muss ich da jetzt die... Okay, ich habe nicht die Sicht. Ja, der, gut, der braucht dann auch mindestens eine Runde, um ranzukommen. 6 Aktionspunkte, das heißt. Ja, dann sehe ich ihn immer noch nicht im Moment. Ich finde die Frames gerade nicht so richtig. Ja, das kommt wegen dem Laden. Ja, für weniger Laden. So, was machen wir denn jetzt? Wenn wir den kommen lassen, dann kannst du ja auch nicht reinstürmen. Sehr richtig. Das ist die nächste Dichter. Eine andere Wahl haben wir ja nicht. Als ihn rankommen zu lassen. Ja, wir können ihn nur. So Stärkungszauber hat er ja nicht. Nee, aber er könnte. Ah ne, wenn er laufen muss, hat er keine Aktionspunkte mehr. Ich frage mich, ob die Frames nicht mehr werden. Oh nein, der kommt durch. Ja, 180. Das ist echt nervig. Mach mal kurz eine Pause.
Na gut, dann läuft das einfach weiter, oder? Das ist aber keine gute Pause. Ich hoffe, das hat keine negativen Auswirkungen auf Sven. So. Ja, aber vielleicht nicht durchs Feuer, oder? Ja, er friert auch hier jemanden ein. Stimmt, es ist ja nass. Ah, fehlgeschlagen. Mir brennt auch. Warum brennt er? Ich weiß nicht. Ihn nicht. Nee, das ist nicht gut. Optionspunkt irgendwie. Das hast du gebufft. So, Angriff natürlich. Ja, hat er sich auch geheilt? Eigentlich müsstest du jetzt spielen mit den Frames. Warum? Ja, so als Konsolenspieler. Ja, dann habe ich hier aber solide 30 Frames. Meistens. So die Kopfschraube. Hast du ihn getroffen? Ja. Boah, wir kriegen auch ganz schön hier den Sack. Gut abgeriert. Aber irgendwie auch nur einmal. Also, irgendwie läuft es nicht. Ich würde glatt sagen, wow, jetzt gehen die Frames hoch. Vielleicht lag es ja gar nicht am Laden, sondern weil da in der Ecke so unglaublich viel Zeug ist. Nein. Gut, das würde mich auch überraschen. Aber jetzt sind die auch wieder so. So, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich denke, wir machen in der nächsten Folge weiter. Genau. Und beheben das bis dahin. Bis dahin.